Ja, es ist sicher für alle überraschend, dass ich da stehe. Aber es freut mich, dass ich bei euch sein darf. Wir sind die letzte Woche in der Ferie im Unterengadin. Der Jonas, einer von unseren Söhnen, und Karin mit ihren drei Kleinkindern sind 3 Monate lang in Griechenland über Bosnien, Albanien, Bosnien, Slowenien, Österreich in School gelandet mit dem Wohnwagen. Und sie haben dann 24 Stunden am Tag ihre Kinder erlebt. Und der Plan war, dass wir auch raufgehen. Wir haben eine Ferienwohnung genommen und dann ihnen ermöglichen, die in 2 Tage oder so, unabhängig von den Kids, aufs Bike oder was sie dann wollen, machen. Und wo wir raufgekommen sind, sind die 3 Kinder krank. Also sie haben Fieber gehabt. Und das war natürlich eine Challenge danach für uns. Meine Frau hat sich angesteckt. Ich habe noch überlebt, darum bin ich da. Und es ist ja vielleicht auch gewisse Arbeiten mit den Kindern näher dran als ich. Und dann in der Zeit hinein ist noch die Anfrage von Remo, ob ich die Predigt machen könnte an diesem Sonntag. Ich habe ihm im Vorfeld schon mal gesagt, ich könnte während dem Juli nur am 24. Juli, wenn irgendwie ein Notfall ist oder Schwierigkeiten sind, einspringen. Und das ist natürlich genau passend, also am 24. haben wir heute, für die, die es noch nicht gemerkt haben, 24. Juli. Und ein paar Stunden später habe ich ihm zugesagt. Aber über was soll ich predigen, gell? Man kann aber ganz vieles predigen. Ich habe danach vor Gott und mit Gott geprüft und mich entschieden, dass ich über die Predigt wird weitergeben, die ich am Ende Juni am Berggottesdienst von der FG Obwalden vom Glauben Bielenpass in der Reibehütte hatte. Und ich habe sie jetzt gestern natürlich noch angepasst und aktualisiert. Und natürlich dann hatte ich natürlich keine PowerPoint gehabt, sondern ich habe den Leuten gesagt, wir sind jetzt in der schönsten Kathedrale, die es auf der ganzen Welt gibt. Nämlich in der Natur. Es war ein wunderbarer Tag. Aber ich habe natürlich gestern noch eine hergestellt und wenn man so, das dann auch so erlebt, dass eine Bier putzt oder so, ist ja da. Ist er gekommen? Hat sich erholt. Dann denkt man, ja, ist ja eigentlich 1 Stunde, 2 Arbeit für nichts gewesen. Aber jetzt ist es dem Fall gleich gut, dass man euch im Notfall sich vorbereitet. Wir kennen das nachher noch, wie das wichtig ist. Ich weiss nicht, wie es dir geht, mit welchen Erwartungen du zu einem so einem gottesdienstlichen Treffen gehst, wie heute Morgen. Vielleicht ist es so wie Vorfreude auf die Ferien. Man malt sich da verschiedene Sachen aus, was man dann will machen. Und plötzlich kommt es ganz anders. Euch in den Ferien halten, das Leben nicht still oder ist ganz anders. Schon wenn man immer wieder flexibel sein und sich auf die Situation einlassen. Du hast dich heute Morgen, nehme ich jetzt einmal an, grundsätzlich gefreut, hierher zu kommen. Und dennoch kann es sein, dass beim einen oder anderen im Kopf es rumort. Es zieht dich zurück zu ungelösten Problemen in deinem privaten Umfeld oder im Betrieb. Oder du bist frustriert, dass es in der Ehebeziehung nicht besser geht. Oder du bist mit einer Baustelle in deiner Familie konfrontiert, dass vielleicht ein kleines Kind oder ein grösseres Kind eigenwillig sich in Szene setzt. Einer von diesen 3 ist auch in der Trotzphase, ist hochspannend. Oder etwas Größeres, wo der noch eigenwillig seinen Weg will gehen und mir als Eltern oder das Umfeld ohnmächtig da daneben steht. Du bist an dem Punkt, wo du sagst, oder immer wieder gesagt hast, da hilft nur noch beten. Der andere sagt, ich habe es auch versucht, aber es hat nicht so viel gebracht. Der da oben, es gibt Leute, die so redet, so ganz unkompliziert, das ist schon richtig. Der da oben ist etwa mit anderen Sachen oder anderweitig beschäftigt. Vor 2 Monaten ist im Kanton Luzern, an dieser Bergpredigt waren natürlich auch Luzerner vom Entlebuch dabei, auch vom Bauerngebet sind Leute da gewesen. Wir waren sicher über 100 Leute in diesem Glauben Bielen. Wir hatten eine Folklorengruppe da gehabt. Ein junger Mann hat einen Erlebnisbericht, das war mega gewesen. Ich habe danach, und ich denke, da könnte jetzt der Beamer noch eine Aktion kommen,
so eine Broschüre mitgenommen, oder wo vor zwei Monaten in die Haushalte gekommen sind vom Kanton Luzern, ihre Anlaufstelle im Ereignisfall, Notfalltreffpunkt. Und da heisst da hier, und das hat mich inspiriert, da heisst auf der ersten Seite danach, sehen wir das, gut zu wissen, allgemeiner Alarm, dass man das erkennt. Und dann heisst es, und was tun? Radio hören, Anweisungen der Behörden befolgen, Nachbarschaft informieren. Und dann sind auch die wichtigsten Nummern angegeben, wo man sich dann im Notfall soll wenden. Die Broschüre, die ist einleitend so beschrieben, Ereignisse, die den Alltag unserer Gesellschaft auf den Kopf stellen, sind auch bei uns möglich. Deshalb ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein. Eben gut zu wissen, und was ist zu tun im Ernstfall. Ihre Anlaufstelle im Ereignisfall, Notfallnummer 117, das war die Polizei, einfach zur Auffrischung, 118 Feuerwehr, 144 Sanität. Ich habe mal gelernt, wenn du nicht mehr genau weißt, was muss ich jetzt machen, du immer 117 wählen, weil Polizei und Feuerwehr und Sanität, die sind alle miteinander vernetzt. Also da kommst du hundertprozentig den Hilf über. Also Gott hört und hilft wirklich. Es gibt eine weitere Broschüre, das ist die Heilige Schrift, wo auch einiges geschrieben steht, was man soll machen im Notfall. Eben gut zu wissen und was ist zu tun. Im Psalm 145, Vers 18, 19 heißt es: Der Herr, also Jahwe, ist denen nahe, die zu ihm beten, rufen und es ehrlich meinen. Er erfüllt die Bitten der Menschen, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei und rettet sie. Und jetzt hier das Erste: Gut zu wissen, wer da ist, wo ich tue, anrufen. Wenn alle Stricke reissen und du dir musst sagen, jetzt ist Matthäi am Letzten, was soll ich denn noch machen? Wie kann ich den Notruf absetzen? Ich meine den Notruf danach letztlich zu Gott. Mit dem 117 erreichst du die Hilfe, die hinter dieser Nummer steht. Hinter dieser Nummer, das ist nicht einfach nur eine Nummer, steht, stehen Personen, die organisiert sind, die beauftragt sind, die parat sind. Und in dieser Lage, wo du drin bist, intervenieren, die rücken aus, die sind auf der Baustelle oder auf der Straße oder im Haus. Komm mit dir. Matthäus am Letzten, was ist das überhaupt? Wenn wir Matthäus Evangelium am Schluss aufschlägt, heisst es, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit oder der Welt. Da geht es ums Ende. Nicht nur von der Zeitachse am Ende, sondern auch persönlich am Ende. Da ist von einem Gott geredet, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erde. Ein Gott, der sich einen Namen gemacht hat. Er hat schon einige Namen, aber er hat sich einen Namen gemacht. Das ist ganz wichtig. Ein Blick in die Bibel zeigt, wie er in ausweglosen Situationen in der Geschichte, in der Vergangenheit interveniert hat. Zum Beispiel beim Auszug aus Ägypten. Da haben die Israeliten erlebt, wie Gott das Rote Meer geteilt hat. Das sehen wir jetzt hier vom Bild. Wie er dem Volk in der Wüste, wie er es versorgt hat, Manna vom Himmel. Wir sind ja letzte, vor zwei, drei Monaten in Israel gewesen, der Wüste Negev. Das ist eine Katastrophe. Da wächst nichts. Nur an Teilorten, wo es natürlich das dann noch bewässert. Aber damals kann man sich das gut vorstellen, die Ernährung. Wie schnell die mir mauern, wenn nicht gerade super Essen vom Tisch ist. Gott hat sie mit Manna ernährt. Oder was noch ganz so wichtig ist, ist das Wasser. Gott hat Felsen gespaltet. Und es sind das Wasserquellen geworden und so haben sie ihre Durst können stillen. Das ist mega wichtig. Und jetzt spüren wir das, was es heisst, der Durst können zu löschen. Oder eben müssen zu warten.
Oder beim Daniel, wie hat da Gott eingegriffen? Es wird danach kommentiert, er ist ein Erlöser und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Er hat Daniel von den Löwen errettet. Er hat dazu Engel eingesetzt, dienstbare Wesen, die dann eine Leue das Maul verstopft haben. Also Gott kann aus seinem Dispositiv aus alles einsetzen, wo dieser Situation danach gerecht wird. Der Name von Gott, ich bin für dich da, das heisst, ich bin für dich zuständig, ich habe Kompetenz, Kraft, dir zu helfen. Sein Name ist mehr als nur ein Name. Er vermittelt uns Gottes Gegenwart, er zeigt uns, wer er ist, das ist seine Identität, und er zeigt auch immer wieder, was er tut, das ist seine Autorität. Das kommt in einem Namen beides zum Ausdruck. Und genau das zeigt der vierfache Name, wo dem Jesus in die Wiege gelegt worden ist, wo er zu uns kam. Es heisst, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heisst, Wunderrat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Er ist das. Und aus diesem Namen kann man seine Tätigkeit ableiten. Jesus als Kind heisst Gott, rettet und hilft. Das ist sein Name. Für diesen Namen steht er und dem Namen entsprechend hilft er. Wer den Namen vom Herrn anruft, wird gerettet. Eben, er ist Retter und darum kann er uns auch retten. Gut zu wissen, dass wir einen lebendigen Gott haben mit diesen Fähigkeiten. Er kann alle Register ziehen und der Gott, wenn man das so hört, sind es nur zwei Müsterli gewesen, das weckt Glauben und vertreibt meinen Unglauben. Der Unglaube ist oft das Hindernis, das wir nicht empfinden. Oder Gott hat nicht können Wunder wirken wegen ihrem Unglauben. Also, das weckt Glauben, wenn du dich mit Gott beschäftigst, dich auf ihn einlässt, wer er ist und was er tut, da hat und immer noch tut. Er ist ein Erlöser und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Das ist sein Territorium. Also das weckt Glauben und vertreibt mein Unglauben. Das Nächste, muss ich jetzt nicht mehr drücken in dem Fall, oder Christoph soll sich jetzt einfach vorstellen, man sei auf der Alp. Gut, das Zweite ist, gut zu wissen, was jetzt in der Not zu tun ist. Das sagt uns da die Broschüre. Was geschieht, wenn es brennt? Wenn ich nur die Notnummer 118 kenne und den Notruf nicht absetze, was passiert? Nichts. Das Haus brennt ab. Das Auto brennt aus und so weiter. Ich muss das 118 eintippen. Und dann bin ich verbunden. Dann kann die Hilfe in Gang gesetzt werden. Und wenn es dann in meinem Leben brennt, wie nehme ich Kontakt zu Gott auf? Auch bei ihm gibt es sozusagen eine Telefonnummer, eine Vorwahl, wenn wir miteinander in unserem in der Schweiz kommuniziere oder so, je nach Kanton, wir haben ganz verschiedene Vorwahl einschalten. Bei uns ist jetzt 041 und dann schaltet es Türen und dann kann man die Nummer wählen. Und Jesus als Sohn Gottes ist eigentlich die Vorwahl mehr als eine Nummer von Gott. Er ist der Erwählte von Gott Vater. Und welches Codewort öffnet am Schächer am Kreuz, wo eigentlich in Extremis war, das Paradies. Also wir merken, du kannst der Verlorenheit von der ewigen Nacht gerettet werden im Himmel. Es war ein Wort, wo er ausgerufen hat, Jesus, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus hört das, Gott hört und hilft. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hat er nicht nur lange inspiziert, ob der echt reinpasst, sondern hat ihn freigesprochen. So ist er auch dir näher. Der Schächer am Kreuz war ganz näher von Jesus. In Hörweite.
in einem elenden Zustand. Und da kannst du den Jesus anrufen. Und du bist wie der Schächer am Kreuz nur ein Gebet von dem Sohn Gottes getrennt. Aber du hängst nicht am Kreuz, sondern du bist nur mit beiden Beinen auf dem Boden von der Realität, vom Leben. Du bist konfrontiert mit den Herausforderungen von deinem Leben. Und darum mache ich dir Mut, in die Jochgemeinschaft, in das Doppeljoch von Jesus einzuwilligen. Nicht eigenmächtig wählen, das Leben meistern, sondern in die Jochgemeinschaft einzuwilligen. Und dann erlebst du, dass die Last von deinem Lebensmanagement nicht mehr auf deine eigenen Schultern liegt oder auf dich niederdrückt, sondern auf seine starken Schultern. Und der starke Gott, den wir vorher etwas gehört haben, wo ihm in die Wiege gelegt worden ist, ist der alles vermögende Gott, der läuft dann neben dir, mit dir. Er dosiert dir als Tempo, schaut zu dir über, redet mit dir und du mit ihm. Das ist der Sinn von dem Eingespanntsein in das Doppeljoch mit Jesus zusammen. Und das Joch ist sanft. Es hilft dir, das Leben erträglicher zu machen. Er ist der wunderbare Ratgeber, denn wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du wie ein Esel am Berg bist, wo du auf dich allein gestellt bist, kannst du ihn anrufen. Er ist ein sachverständiger Ratgeber, du kannst ihn konsultieren, er weiß Bescheid und er geht mit dir. Also unmittelbar kannst du ihn euch befragen. Gerade dann, wenn es schwierig ist. Wenn etwas vor dir liegt, wo gar nicht so einfach ist, zu meistern. Von Jesus kann ich mir lernen, wie er den Notruf abgesetzt hat. Das ist ganz erstaunlich, wo Jesus gelebt hat. Er ist mit 30 auftreten, mit gut 33 gestorben am Kreuz. Und er hat verschiedene Herausforderungen zu bewältigen gehabt mit uns Menschen. Da heisst es an einer Stelle im Hebräerbrief, und das ist jetzt über Jesus geschrieben. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Das ist intensiv. Und er ist auch erhört worden. Warum? Weil er Gott in Ehren hielt. Also die respektvolle Beziehung ist wichtig. Egal, ob die Polizei dein Freund und Helfer ist oder die blöden Zucker oder die Bullen oder du distanziert bist der Polizei, wenn du 117 einschaltet tust, kommen sie trotz deiner Aversion, um dir zu helfen. Bei Gott muss man das ein bisschen anpassen. Da geht es darum, dass wir grundsätzlich in einem respektvollen Umgang mit ihm leben. Aber er gehört euch deinen Hilfeschrei, wenn du nicht so gut drauf bist und vielleicht deine Fragen hast zu dem Gott. Aber hier ändert sich das Bild ein bisschen. Mit dieser Haltung können wir uns in jeder Lage an Gott wenden. Er versteht genau, was wir meinen. Er versteht dein Seufzen. Er versteht nur schon ein Wort, das über deine Lippen kommt. Er versteht auch nur einen Satz. Oder er versteht auch deine Tränen. Das ist eure Sprache. Und Gott sieht das. Wie sieht es aus bei dir? Bist du aufs Kriegsfuß mit Gott? Die Auflehnung, die Rebellion? Weil es nicht so läuft, wie du es gerne hättest? Oder willst du umschwenken, zurückkehren zu dem ehrenvollen Umgang mit dem gewaltigen Gott? Das musst du entscheiden. Also gut zu wissen, wer der Gott ist, wie wir ihn können anrufen. Und jetzt das dritte, was soll ich mir tun, damit du wirklich Hilfe erlebst? Was tun? Die Broschüre sagt uns da, die verschickt worden ist, heisst dort Radio hören, Anweisungen der Behörden beachten, gell? Ist etwas ganz Konkretes, was von dir erwartet wird, was du sollst tun. Gottes Hilfe wird am besten dort wirksam, wo wir ihn suchen und auch seine Hilfe erwartet. Und hier, ich habe noch ein paar Punkte hier aufgeschrieben,
wie wir das erleben können, wir sollen in Gottes Hörbereich leben. In Gottes Hörbereich leben. Viele reden ja im Hörbereich von SRF 3 oder was es ist. Ständig leben die im Hörbereich von irgendwelchen Sachen, die auf sie zudröhnen. Aber in Gottes Hörbereich leben ist ganz wichtig. Gut zu wissen, was er uns in Psalm 12, Vers 6 sagt. Ich will dem Hilfe schaffen, der sich danach sehnt. Das sagt Gottes Wort. Das dürfen wir ihm vorhalten. Das steht da bei dir. Ich will dem Hilfe schaffen, der sich danach sehnt. Ich brauche deine Hilfe. Da darf man mal ein bisschen lauter werden. Heute haben wir den 24. ist die 7. 24 Stunden an 7 Tagen Servicedienst. Er versteht sich nicht. Er versteckt sich nicht, wenn es brenzlig wird. Er ist nicht weit weg. Er ist ganz nah. Bei dir. Er leitet alles Nötige in den Weg, um dir letztlich zu helfen. Psalmen leitet uns an, in jeder Lage uns an Gott zu wenden. Gerade dann, wenn wir am Ende sind, sehen wir in den Psalmen, die haben das ausgesprochen, und dann gibt es in dem Ende, vorher nur der Buchstabenwechsel im Deutschen, die Wende. Also das Hören muss in die Begegnung mit Gott führen. In dem Hören auf Gott entsteht Glauben. Und der Glaube zeigt uns danach, was unser Part ist. Der Glaube ist verbunden mit Gehorsam. Im Blick auf das Wort, das Gott uns gibt. Und aus dem Hörbereich raus auf Gottes Wort oder was er dir sonst eingeben kann durch seinen Geist, entsteht, entwickelt sich Glaube, in dem Gott geehrt wird und Gottes Hilfe angezapft wird. Dann geht es weiter, neben dem, was man in Gottes Hörbereich leben soll, geistbegabte Menschen kontaktieren. Wir verstehen das ja als Gemeinde, als Lieb von Jesus Christus. Und der Lieb ist ausgestattet worden mit ganz unterschiedlichen Gaben, Gnadengaben, Werkzeugen, um euch dir zu dienen, dir zurecht zu helfen. Und darum wäre es fatal, wenn wir das nicht brauchen. Gell? Geistbegabte Menschen kontaktieren. Ich habe schon einmal erzählt, dass ich da alle 6 Wochen, für eine ganze Woche, von Sonntag zu Sonntag, in Kaiserslautern bringe, um einer Gemeinde mitzuhelfen, dass sie wieder in die missionarische Spur kommen. Und bei dem Ehepaar, wo ich wohne, das ist jemand aus der Schweiz, den ich vom Murten her kenne, und der kommt eigentlich noch relativ gut raus, was Laptop angeht und so, aber er hat sich mehr auf Hardware auf Software spezialisiert und nicht Hardware. Ich hatte eigentlich ein Hardware-Problem gehabt. Der Laptop, den ich am Abend wählte, in der Gemeinde eine DVD zeigen, ist im Laufwerk hängen geblieben. Und dann ist die Frage, was ist jetzt zu tun? Das braucht ein paar Stunden und dann ist es soweit. Der Walter sagt sofort, wir gehen zum PC-Doktor. Da geht es gerade um die Ecke, um so einen PC-Shop. Die Frau, die das führt, die kommt raus. Und die hat danach das passende Werkzeug gehabt und hat das Problem in einer kurzen Zeit gelöst. Also ein Erlebnis, gut zu wissen, dass mit dem, wo du zusammen bist, weiss, wo man da hingehen kann. Das ist eine enorme Entlastung. Und die Bibel sagt, wo viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Ein Freund von mir sagt zu einem von seinen Mitarbeitern, der im privaten Beziehungscrash erlebt hat, ruf doch mal am Erwin an. Die Person, die das betrifft, die kennt mich nur von früher her. Und der andere, der das arrangiert hat, ist einer von meinen besten Freunden. Der läutet an, wir treffen uns und ich staune, wie Gott so vieles vorbereitet hat in seinem Leben. Und ich habe gemerkt, der Heilige Geist ist ein mega guter Diagnostiker und zugleich auch ein Problemlöser. Er koordiniert, er organisiert echte Hilfe aus unserem Netzwerk, sprich Leib von Jesus. Gewaltig. Oder zunächst die Ängste an- und aussprechen und sie bewältigen. Vor einiger Zeit hat bei uns das Telefon, also der Festnetzanschluss, gespuckt und defekt gewesen und dann ärgert man sich. Bis ich da am Störungsdienst anrufe und da einer ausruckt,
Wir haben dann auch das abbestellt. Es geht jetzt ja alles über das Handy. Aber Cecil hat auch probiert, ihre Künste einzusetzen und zieht den Stecker vom Router raus. Und dann habe ich natürlich, so viel weiss ich, habe ich natürlich gemerkt, dass dann das Internet unterbrochen war. Und dann bin ich fast aus der Haut gefahren. Und Cecil reagiert aber sehr gut und sagt, sie habe Angst, bloßgestellt zu werden. Auch schon von ihrer Kindheit her. Hat es plötzlich ein ganz anderes Gespräch in der Not vom Telefon. Ich war nämlich im Begriff, sie zur Schnecke zu machen. Wegen so einem Telefon, gell? Oder wegen dem, was sie ausgezogen hat. Und dann habe ich gut reagieren. Sie sagt mir, ich muss gar nicht perfekt sein. Und ich habe dann gemerkt, durch die Notsituation hat sich ein Gespräch ergeben, das sehr hilfreich war. Gottes Wort sagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Es heisst dort im Hebräerbrief, heisst es, ich muss das vielleicht kurz lesen, denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen, eben die Verlustangst, sodass wir getrost sagen können, der Herr ist mein Helfer und ich will mich nicht fürchten, was sollte mir ein Mensch tun? Und wenn es der Erwin ist, gell? Sollte mir ein Mensch tun? Oft sind wir so eingeschüchtert von Menschen, von Angst vor Menschen. Aber die Not, darum erzähle ich das, man muss die Ängste, die man hat, aussprechen, ansprechen, um sie danach euch zu bewältigen und aneinander nicht das Leben schwer machen. Und das Letzte hier, was tun, damit ich Hilfe erlebe, heilende Kraft in der Gemeinschaft entdecken. In Jakobus 5 steht für uns heute, ist jemand krank, so rufe er die verantwortlichen Leiter der Gemeinde. Dabei kommt es in der Regel zu einem klärenden Gespräch, was Beziehung zu Gott und zum Nächsten behindert, was unter dem Deckel gehalten wird, wird aufdeckt. Das offene Bekenntnis von meinen Verfehlungen und das Zusprechen von der Vergebung, das Salben mit dem Öl im Namen vom Herr, verbunden mit dem Gebet, nicht nur mit dem Gebet vom Glauben, wird dem Kranken helfen, ihn retten, ihn heilen. Das ist ein Wort, so, aber das bedeutet helfen, retten, heilen. Gut zu wissen, nicht wahr, oder? Das ist in der Broschüre von der Heiligen Schrift. Am 11. Juli war es, ist der Lander und Daniela, er ist Brasilianer, sie ist Schweizerin, mit ihren beiden Buben von Brasilien zurückgekommen für 2 Wochen in die Schweiz. Er ist in der Zeit, als ich in Stans war, Ältester war und hat heute predigt und ist jetzt noch zurück vor 6 Jahren und hat gemeint, übernommen von seinem Vater, der plötzlich gestorben ist, sehr dramatisch war. Jetzt sind sie nach einiger Zeit wieder zurückgekommen für 2 Wochen. Der kleine Elias, der hat Allergien hatte, als er uns besucht hat, Tränen, und das war ein schreckliches Bild für einen so 6-7-jährigen Giel. Und wir haben zusammen Zeit verbracht, haben zusammen gegessen, und dann habe ich auch inspiriert von dem, was mich jetzt gerade beschäftigt, dem Lander gesagt, und er glaubt auch ganz in diese Richtung, sie wir ihn doch salben mit Öl und beten im Namen vom Herrn. Und wir haben das gemacht, und am anderen Tag sind schon über das Handy Bilder gekommen, dass der Kelly schon ganz anders ist. Am zweiten Tag war er ganz frei von dieser Allergie, die er hatte, als er wieder in der Schweiz war, aber in Brasilien nie mehr hatte. Und als er wieder zurückgekommen ist, hat er sie wieder gehabt. Und sie waren ganz happy, wie Gott in dieser Situation eingegriffen hat. Also wenn wir im Stand wären, jetzt unabhängig von diesem Beispiel, Fehler zu bekennen, einander zu vergeben, könnte vieles, was auseinandergeht, zusammenkommen oder zusammenbleiben. Wir neigen immer von unserer Gesellschaft her nach so Quicklösungen. Und das ist schön, das passiert immer da und dort wieder. Aber hinten dauert es eben an. Und die Lösung lässt auf sich warten. Gott hört und hilft wirklich. Und darum heisst es eben auch in dieser Broschüre, sprich Heiliger Schrift, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine grosse Belohnung hat. Ihr braucht Geduld, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung empfangt. Das ist euch ab und zu eben der Weg, wo man sehr vieles lernen kann. Ich komme jetzt zum Schluss mit einem Beispiel. Rick Warren ist einer der begabtesten und bekanntesten Pastoren in
den USA. Wir waren dort schon einmal gewesen, vor einiger Zeit. Und er hat ja, das vor zwei, drei Jahren ist das geschrieben worden, der Matthew, ein Sohn mit 25, ist mit Suizid aus dem Leben gegangen. Er war natürlich am Boden zerstört und hat danach beschrieben, die Phase von der Trauer, vom Warum, von all diesen Anklagen, zuerst vom Schock, wie er das erlebt hat. Und er schreibt, und das wollte ich jetzt einblenden, dass man es behalten kann, aber ich kann es jetzt hören, ich lese es zweimal. Ihr habt so auf der Homepage von der FEG ist Predigt abgespeichert und das Zitat. Er sagt im Nachhinein: Ich will lieber mit Gott leben und keine Antwort auf meine Fragen bekommen, als ohne ihn zu leben und alle Antworten zu kennen. Mega. Ich will lieber mit Gott leben und keine Antwort auf meine Fragen, vom Warum, bekommen, als ohne ihn zu leben und alle Antworten zu kennen. Er sagt dann auch, warum? Weil Erklärungen nicht helfen, wenn man vor Schmerz vergeht. Wir brauchen keine Erklärungen, wir brauchen Gott, der auf uns hört und uns hilft. Wir brauchen seinen Trost, seine Gegenwart und seinen Frieden. Wir kennen vielleicht noch die Situation als Kind, wenn wir haben in den Keller runter, etwas aufholen, dann war es viel angenehmer gewesen, wenn der Vater oder die Mutter auch mitgekommen ist. Die Anwesenheit, die Präsenz von einer Person, der mir vertraut, bewirkt den Frieden. Und der Heilige Geist will jemand so sein für dich, der mitkommt in die dunklen Orte, in die Schwierigkeiten, in deine Fragen rein und will dir helfen. Er will nicht nur, dass wir ihm vertrauen, sondern uns ihm anvertrauen. Und wie könnte das geschehen, indem du ihn anrufen tust und ihm sagst, ich brauche dich. Ich schaffe es definitiv nicht mehr allein. Es tut mir leid, dass ich ohne dich an dir vorbeigelebt habe. Ich danke dir für die Vergebung von meiner Schuld. Ich bitte dich, komm du in die Lebensmitte oder nimm du die Führung von meinem Leben. Wenn es um Rettung geht, geht es darum, den Namen von Gott anzurufen. Wenn es um Hilfe geht, um praktische Hilfe, sollen wir auch ihn anrufen und vertrauen, was er aus seinem Repertoire, aus seinen Möglichkeiten in den Weg leitet, um dir und mir zu helfen. Und darum ist es ein mega Geschenk, verbunden zu sein mit Jesus und verbunden zu sein mit dem Lieb von Jesus, der mit all dem ausgestattet ist, damit er wie ein Bodenpersonal dir kann zurechthelfen. Das sind so ein paar Gedanken zu dem 24.07. Der Service-Dienst von Gott ist ständig eingeschaltet. Bei ihm putzt es keine Biere. Mit ihm sind wir auf Kurs. Gottes Segen.